Kommt das Ende der Rente mit 63 noch viel eher als geplant? Erster Bundesminister attackiert ganz offen die Rente mit 63. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, Sie haben es ja mitbekommen, seit dem 3. Juli 2023 ist in Deutschland der Rententeufel los. Kanzler Scholz hat sich in dem Sommerinterview hingestellt und hat gesagt, dass die Renten nicht mehr sicher sind, wenn wir nicht genügend Zuwanderung aus dem Ausland bekommen und gute Fachkräfte aus dem Ausland bekommen. Ich hatte ja dazu schon in zwei Videos mitgeteilt, dass das also fast utopisch ist, was der Herr sich dort vorstellt. Wir werden im Jahr über 1 Million Menschen brauchen, die in den deutschen Arbeitsmarkt hier reinkommen müssen, damit wir die Abwanderung aus dem Arbeitsmarkt letzten Endes verhindern können. Aber das ist also utopisch, dass wir das mit ausländischen Fachkräften machen. Aber jetzt kommt der erste Bundesminister aus der laufenden Ampelkoalition und attackiert die Rente mit 63. Und was glauben Sie, wer das ist? Na, selbstverständlich der Herr Lindner, Finanzminister, der große liberale Vordenker in Deutschland. Ja, ein junger Kerl mit knapp 40, der hier Finanzminister ist, der lässt jetzt mal so richtig die Puppen tanzen. Und der macht Folgendes und der sagt, trifft folgende Aussage am 23.07. Und zwar abgedruckt hier im Stern. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ich glaube, im Stern oder im Fokus. Der sagt hier Folgendes, meine Damen und Herren, Focus Online, statt Rente mit 63, Lindner will, dass wir länger arbeiten. Und also der Fachkräftemangel bedroht jetzt Deutschland ganz fürchterlich. Also ist etwas wahrscheinlich das Neueste, was jetzt auf dem Tisch liegt, was von dem vorher noch nie jemand was wusste. Und der Finanzminister Lindner attackiert deswegen die Rente mit 63 und fordert, dass die Deutschen länger arbeiten sollen. Ja, also so sagt er das letzten Endes. So. Und das lasse wohl den Fachkräftemangel lindern, erklärt der Bundesminister Lindner gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er erklärt, man soll ungewollte Teilzeit sollten wir überwinden durch bessere Kinderbetreuung. Ja, ganz toll, davon rede ich auch schon die ganze Zeit, bessere Familienplanung, aber davon hat ja die Politik offensichtlich auch noch nichts gehört. Also es kommt ja nichts zustande hier in Deutschland. Wir brauchen ja zum Beispiel Kinderbetreuungsplätze und gerade im Westen sieht es ja da wirklich katastrophal aus. Ja, deswegen kann ich auch den Unmut vieler Mütter verstehen, die gerne arbeiten gehen wollen, es aber nicht können, weil es keine Kinderbetreuungsplätze gibt. Und da sollte einfach der Herr Lindner mal sein Portemonnaie ein bisschen aufmachen und da könnte man vielleicht möglicherweise viel Not und Elend da auch verhindern. Ja, und dann sagt er auch, und warum setzen wir nicht Anreize, damit Menschen länger arbeiten wollen, statt die Rente mit 63 zu finanzieren, sie sei eine Art Stilllegungsprämie für qualifizierte Beschäftigte. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Wort Stilllegungsprämie ist eine Frechheit. Ja, das kann wieder nur von irgendeinem Bundesminister kommen, der von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat. Er verhöhnt hier die Leute. Er verhöhnt die Menschen, die einen Anspruch wahrnehmen. Die Leute gehen in Rente. Wenn sie 45 Jahre Wartezeit erreicht haben, gehen die halt eben mit 64 oder mit 64,5 in Rente. Die Rente mit 63 gibt es für die Jahrgänge nach 1952 überhaupt nicht mehr, aber das wissen wir ja nun auch schon alle. Können Sie mal sehen, dass dieses politische Schlagwort Rente mit 63 elendig missbraucht wird. Letzten Endes sagt doch der Lindner nichts anderes, als dass die Menschen, die Rente mit 63 nehmen, sogenannte Abwrackrentner sind. Denn letzten Endes ist ja nichts anderes als eine Stilllegungsprämie, eine Abwrackprämie. Ja, und wer finanziert die Rente mit 63? Die Rente mit 63 wird über Beiträge finanziert, selbstverständlich auch über den Bundeszuschuss, ist ja klar. Aber es ist beinichten oder mitnichten eine Stilllegungsprämie, sondern die Menschen, die sich die Anspruchsvoraussetzung für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllen, die gehen doch rational an die Sache ran und die sagen sich, na, warum sollte ich die Rente nicht nehmen? Wenn der Lindner 3.000 € Inflationsausgleichsprämie bekommt, dann kann ich doch als Rentner, als Arbeitnehmer hier hervorragend die Rente auch in Anspruch nehmen. Also was dem einen recht ist, muss doch dem anderen billig sein. Letzten Endes ist es doch so. Hier bricht jetzt ein richtiger Kulturkampf in Deutschland aus.
Rente mit 63 muss abgeschafft werden, die Rente ist nicht mehr sicher, so sagte Scholz. Ja, und wir sagen als Sozialrechtler, Leute, haltet mal den Ball flach, schaffen wir mal eine einheitliche Rentenversicherung, da wären vielen geholfen, schaffen wir bitte die Beamtenpensionierung ab für zukünftige Beamte, schaffen wir bitte die dritte Krankenversicherung, die Beihilfe für Beamte ab, da können wir einen Haufen Geld sparen, schaffen wir die zwei Krankenversicherungssysteme, PKV ab und bilden eine einheitliche Krankenversicherung. Da können wir auch viel an Geld sparen. Machen wir eine ordentliche Bildungspolitik, machen wir doch bitte einfach mal auch eine ordentliche Familienpolitik in Deutschland. Ja? Und wenn wir die beiden letzteren Dinge auch mal in Angriff nehmen würden, was denken Sie, wie vielen Menschen da geholfen werden kann, gute Jobs zu kriegen und dann auch gut bezahlte Arbeit zu haben und ein gutes Leben im Wohlstand zu genießen und später auch mal eine gute Rente zu haben. Meine Damen und Herren, wir haben in Deutschland einen Arbeitsmarkt. Wir leisten uns sozusagen mehrere Millionen Arbeitslose. Das muss man auch mal betrachten. Das muss doch beendet werden. Wir müssen doch die Leute, die hier Sozialleistungen bekommen, rausholen aus der Sozialleistung, müssen die dem Arbeitsmarkt wieder zuführen. Und dass da natürlich auch Asylbewerberleistungen oder Asylbewerber sind, die Leistungen bekommen, die auch arbeiten müssten, aus meiner Sicht, ja, das ist doch völlig normal und da hat doch kein Mensch ein Problem damit. Und das ist mit Sicherheit, ganz nach Wahrscheinlichkeit, keine Forderung, die vielleicht nur die AfD hat, sondern darüber denken viele Menschen in Deutschland so nach. Also, meine Damen und Herren, Lindner ist der erste Bundesminister, der offen aus der Deckung geht und der entgegen dem allgemeinen Sprachgebrauch und der allgemeinen Festlegung, dass an der Rente mit 63 nichts gemacht werden sollte, hier auf einmal jetzt sich hinstellt und sagt, die Rente mit 63 sollte man de facto jetzt schon abschaffen, denn sie ist eine Stilllegungsprämie für gute Fachkräfte. Meine Damen und Herren, Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.